Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Sch! Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Wenn du die Fähigkeit meditieren lernst, kannst du schnell die Tageszeit von Nacht zu Tag oder von Tag zu Nacht wechseln. Die Fähigkeit meditieren. Das war das, was ich vor Alexandria mal machen wollte und dann ging es nicht. Ich glaube, da wurde mir unten in der Ecke M angezeigt und dann hat es nicht funktioniert. Wo steht die denn? Da. Ein Fähigkeitspunkt. Aber das ist gleichzeitig auch ein ganzer Fähigkeitspunkt, den man dafür verschwendet. Hätte man das nicht als einfaches Feature reinmachen können? Nicht mehr viel Nützliches. Gut, dann haben wir hier jetzt noch bis nachts Zeit. Wilder Ritt. Das wird nicht Bodrum-Mission sein. Hier ist ein Papyrus. Ach, dahin müssen wir. Ich dachte schon, er meinte den Leuchtturm hier. Felsenklippen. Untersuchen wir das mal. Und dann geht's direkt zum Leuchtturm. Auf geht's, treuer Freund. Ruin. Sind die friedlich? Scheint so. War der nackt? Ich dachte schon. Hier ist nur ein Schatz. Schrein des Aristoteles. Der Aristoteles. Da oben. Sorry. Warum lagert man da oben was? Kohlenstoffkristall. Ich fordere dich heraus. Herr Ibi, deine letzte Mutprobe für mich war ziemlich gefährlich. Vielleicht sollten wir es ein bisschen ruhiger angehen? Wie auch immer. Traust du dich, verschiedenen Leuten am Schrein des Aristoteles etwas aus den Taschen zu ziehen? Hava. Wieder so ein Ding,
wo man daraus eine kleine Quest machen könnte oder so ein Ereignis. Aber Fehlanzeige. Gab's schon häufiger. Oh, der hat's wirklich getan. Schön. Welten erstellen konnte Ubisoft schon immer. Mach jetzt nichts los. Oh, eine Attentatsmission. Und dann kriegen wir wieder eine legendäre Waffe, weil es eine Daily Quest ist. Auf dem Weg. Alles Seesterne. Banditen! Hilfe! Hilfe! Ah, Nummer 2! Wo? Der wurde zertrampelt. Notiz am Außenposten. Zwei Männer wollten Fracht am verborgenen Bach hinter den großen Felsen im Westen abladen. Törichterweise haben sie das Schiff genommen, das repariert werden muss. Sie sind noch nicht zurückgekehrt. Vielleicht sind sie gestrandet. Wir müssen uns darum kümmern. Also waren sie im Endeffekt doch gute. Ach, schon wieder so. Ach ja. Das war keine Attentatsmission, das Zeichen. Irgendeiner, der Assassin's Creed Origins spielt, ist hier gestorben. Und ich muss jetzt den Mörder finden von diesem Spieler. Welches grausame Schicksal ist ihr wertlose Seele zuteil gekommen? Was haben wir denn hier? So, wo sind die Verdächtigen? Oh, ist etwas weiter gekommen noch. Wollte hier flüchten und dann wurde er hier erwischt. Na, kriege ich wahrscheinlich nur Erfahrung. So, innerorts reiten wir wieder langsamer. Die werden ja von denen auch angegriffen. Wir sind im Vorteil. Verschafft mir mehr Zeit. Ich muss weiter. Ja. Ach Leute, ich hab euch noch nicht absichtlich getroffen. Das ist eine Zeitschleife. Ich gehe jetzt da auch hin und sterbe auch an den Ort. Ich war das eigentlich. Ich habe meinen eigenen Tod gerecht. Ach, Junge, du hättest dir den Weg nicht machen brauchen. Das sind aber große Schiffe.
So, erstmal Außenposten. Ich habe gerade sowas funkeln gehört. Ja, da ist ein Schatz. Eine Keule. Pelz. Dieser kleine Rennbetrug, den wir abziehen, macht sich wirklich bezahlt. Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Hier ist dein Anteil. Also gibt es im Hippodrom ein Rennbetrug. Wird das später auch Inhalt einer Story? Quest. Aber wir sind noch zu früh. Dann schauen wir uns das Schiff nochmal an. Vier Leute. Fünf. Triere im östlichen Mittelmeer. Keiner weiß Bescheid. Jetzt habe ich ja hier auch das Kettenattentat. So war das nicht geplant. Hey, was willst du von mir? Ha, komm her. Hui. Ich freue mich nie mit dem Kampfsystem an. Ich freue mich nie mit dem Kampfsystem an. So. Jetzt bin ich ja auch fertig. Schmeiß ihn doch runter. Oder müsste das Spiel eine höhere Alterseinstufung kriegen, oder wie? So, es wird langsam dunkel. Die Sonne geht gleich unter. Hahaha.
Sicher freie Schussbahn! Den letzten daneben ohne Kopfschuss. Ach, nicht aufheben! Doppelschwerter plus 3. Sie haben aber keine Gesundheit beim Töten und außer Adrenalin, was auch noch schlechter ist, haben sie nichts. Tote Hose hier. Auf dem Meer sind keine Krokodile oder Nilpferde. Oder andere Tierchen. Da ist was. Was Seltenes. Auf dem großen Schiff. Das möchte ich noch haben. Weil irgendwann braucht man jeden Rohstoff beim Crafting. So höher es geht, desto seltener werden die Rohstoffe, die man dafür braucht. Was ist denn das für eine Ressource? Eisen. Level 12. Großes grünes Meer. Darum war es auch gerade so grün hier. Ich dachte schon, das wäre Schmutz. Great Green Sea. Das ist der oberste Teil der Karte. Der Mesogaios Sea. Sind das die Zahlen? Ja, die Zahlen hier. 12. Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh, ich krieg das schon hin. Du sollst hochklettern. Wenigstens das ging. Schon wieder so ein Sprung, der sogar in die Kurve geht, nur weil er mich nicht trifft. Ja, geil.
Du kannst nicht fliehen. Hopp. Ha, mehr Schaden. Verdammt. Willst du dich auch noch mit mir anlegen? Junge. Hallo. Wo ist er hin? Er hatte das Eisen. Das Kampfsystem bei der Ezio-Trilogie war am besten. Da hat man sich auch wie ein übermächtiger Assassine gefühlt. Schon wieder so ein Schiff. Jetzt hat's mal geklappt. Nein! Du solltest die Armbrust nehmen. Ich töte dich. Was haben wir denn hier Schönes drinne? Ein Sichelschwert, was auch viel zu schwach ist. Für meine Verhältnisse. Armeens Ankerplatz war das. So, und jetzt gehen wir zum Leuchtturm.